Hier in der Bibliothek von Croft Manor heiße ich euch willkommen bei Rise of the Tomb Raider Blutsbande DLC Part 3. Und wir müssen noch hier rauf, oder wir sollen noch hier rauf, weil dieses Teil lässt sich verschieben. Und da das hier blockiert ist, müssten wir das Teil wohl ziehen. Als Kind bin ich mal böse von diesem alten Ding gefallen. Ab und zu tut mir die Schulter immer noch weh. Oh, eine alte Kriegsverletzung sozusagen. So. Und was können wir jetzt hier machen? Hier können wir nochmal was verschieben. Oder sollen wir es ziehen? Wir sollen es wohl ziehen. Ah, wir sollen es ziehen und dann müssen wir runter. Und damit wir es dann rüber schieben können. Auch eine coole Perspektive, ist echt super gemacht, Leute. Ich habe es im letzten Part schon gesagt, ich finde das total schön, dass das mal so ein bisschen entspannt läuft und hier nicht 1000 Gegner auf uns warten, sondern wir einfach nur auf Forschungsreise sind, auch wenn es nur in den eigenen vier Wänden ist. Lea, bis auf das Bild eines Schlüssels. Aha. Expeditionskarte 2 von 2. Laras Kindheit. Ich erinnere mich an diese Karte. Sie führt zum Hauptschlüssel. Aber wir haben eine Geheimtinte benutzt. Man konnte sie nur über einem Feuer lesen. Und wie gut, dass wir im letzten Part den Kamin angezündet haben, finden Sie eine Wärmequelle, die groß genug ist, um die Karte zu enthüllen. Geheimnisse der Vergangenheit. Ah. Finde auch so den Hauptschlüssel. Aber da will ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Hierauf muss ich wahrscheinlich nochmal. So. Kann ich das jetzt automatisch hier machen? Ich sehe die Karte. Der Schlüssel steckt wohl unter einer Truhe beim Bücherregal. Mhm. Enthüllt die Expeditionskarte Laras Kindheit. Hier ist der Kamin. Da ist der Tisch. Okay. Das X markiert den Punkt, wie man so sagt. Das war ein Zitat aus Indiana Jones. Hier müsste das demnach sein. Aha. Weg mit dir. Aha. Und jetzt? Jetzt aber. Der Hauptschlüssel. Damit komme ich in den Westflügel. Hauptschlüssel, Ausrüstung. Mhm. Neue Ausrüstung erhalten, Hauptschlüssel. Drücken Sie okay. X. Er öffnet die meisten Türen auf dem Anwesen. Auch den verbotenen Westflügel. Oh. Drücken Sie X in der Nähe einer verschlossenen Tür oder Truhe, um sie zu öffnen. So, gut. Jetzt schaue ich mal, bevor ich da raufgehe zu der Truhe, schaue ich mal, wo ich hier hinkomme. Ah, da ist übrigens noch eine Rüstung. Die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Sir Reginalds Helm ist runtergefallen. Oder habe ich ihn nicht richtig aufgesetzt? Müssen wir den jetzt auch finden, den Helm von Sir Reginald? Ah, Tür auf. Ich glaube, in der Bibliothek sind vielleicht noch mehr Hinweise. Okay. Suchen Sie in der Bibliothek, im Atelier und im Elternschlafzimmer nach den Kombinationsrelikten. Aha. Kombinationshinweise. Suchen Sie in der Bibliothek. Okay. Eins. Also es ist dann oben wahrscheinlich in der Truhe, nehme ich mal an. Im Elternschlafzimmer. Das ist wohl im verbotenen Westflügel, nehme ich an. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Ägyptische Krone. Hinweise zur Safe-Kombination. Ich glaube, diese Hieroglyphe steht für eine Zahl. Aber welche nur? Nachdem hier 6 Kreise sind, vielleicht die 6? Wichtig, finden Sie ein Relikt im Auto, suchen Sie in der Bibliothek. Jawohl.
Wollt sie was sagen? Suchen Sie mal Ihr Atelier und ein Elternschlafzimmer nach den übrigen Kombinationsrelikten. Momentchen mal, kann ich denn eigentlich hier, weil sie hat doch so eine Hieroglyphenkarte. Atlas Demonei. Nee, halt, ich muss ja eher in die Reliktre-Ecke, oder? Hieroglyphenblatt. Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlen-Hieroglyphen. Waren das auf der Krone, waren das so zwei Vögel, so wie die Nummer 5 hier? Könnte das sein? Ich schau mal nochmal. Lalas Kindheit. Lord und Lady Croft. Absinnigkeiten. Ah, da ägyptische Krone. Hier anschauen. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Ich würde sagen, das war die Nummer 5. Das ist das Symbol von der Nummer 5. Okay. Okay. Beds Hinweise erwähnen Marms Gemälde und ihren Hochzeitstag. Hoffentlich finde ich im Westflügel ein paar Antworten. Okay. Ich schaue mich jetzt hier mal nur noch mal um. Ob es hier noch mehr gibt, was ich vielleicht übersehen habe. Da ist der Safe. Aber ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. Nee. Okay. Gut. So, jetzt müssen wir natürlich mal wissen, wo der Westflügel genau ist. Ah, da wird es uns auch schon angezeigt. Aktuelles Einsatzziel. Ja, gehen wir mal auf jeden Fall mal in die Richtung. Da liegt noch was. Schaut mal. Nicht gesehen. Lara, ich habe deinen Therapeutenbericht gelesen. Ich war überrascht über deinen ausgezeichneten Gesundheitszustand. Du hast deine absurden Behauptungen bestimmt nicht einfach so aufgegeben. Wo warst du überhaupt in den letzten Wochen? Meine Sekretärin hat deinen Flug am 20. in die Türkei entdeckt. Das war der Zollerklärung nach bestimmt kein Stadtbummel. Du führst etwas im Schilde und ich werde dir das Croft-Vermögen nicht für dieselbe fixe Idee überlassen, die zum Tod meiner Schwester geführt hat. Es ist noch nicht zu spät, deine Ansprüche auf das Anwesen freiwillig aufzugeben. Weigerst du dich, dreh ich dir den Geldhahn zu. Hochachtungsvoll, Atlas. Beseitigung. Atlas de Monet. Ich weiß nicht, wie ich es finde, dieses alte Anwesen zu behalten, aber eins weiß ich. Onkel Atlas muss aus meinem Leben verschwinden. Hoho. Sie will ihn beseitigen. Wahrscheinlich nur im übertragenen Sinne. Kann ich eigentlich hier in den Kamin... Nein, der ist zu genagelt. Den kann man nicht anzünden. So. Jetzt aber... Ich muss praktisch für beide Sachen darüber. Hätte es hier eigentlich doch irgendwas gegeben. Da, oh, da, schaut mal. Da hätte es noch was gegeben. Das Croft Familienwappen. Croft Familienwappen. Vermächtnis der Vorfahren. Wow. Ein schönes Wappen, muss man schon sagen. Ha. Huh. Da war ich aber schon, gell? Ich bin immer noch ein bisschen so nebenzu auf der Suche nach diesem Stemmeisen oder Brecheisen. So. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, muss ich da wahrscheinlich nach unten, oder? Gucken wir mal, wo...
schau jetzt mal hier rein. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wow. Oh, auf jeden Fall da, wo es ein Dokument gibt. Fräulein Lara, ich war so frei, Ihnen ein Tablett zuzubereiten, da das Abendessen nicht nach Plan verlaufen ist. Ich habe auch etwas Süßes dazu gelegt. Es wäre nett, wenn das unter uns bliebe. Aber ich fand, heute Abend brauchen Sie etwas Besonderes. Sehen Sie es mir bitte nach, aber ich war besorgt, als Sie vom Esstisch weggerannt sind und wollte Ihnen etwas geben, das Sie hoffentlich etwas beruhigt. Ich kenne Ihren Vater schon lange. Die Intensität seiner Leidenschaft kann beängstigend sein, aber ich sehe dieselbe Leidenschaft in Ihnen. Sie sind ihm ähnlicher, als Sie denken. Zweifeln Sie nie daran, dass er Sie mehr liebt als seine Arbeit, mehr als seine Artefakte, mehr als alles in der Welt. Stürme vergehen und morgen ist der Himmel wieder blau. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Tablett bitte vor die Tür. Hochachtungsvoll, Winston. Stürme ziehen vorbei. Winston. Ich kann mich an diesen Brief gar nicht erinnern. Ich bin sicher, dass ich damals nicht lesen konnte. Hat er es mehr für sich als für mich geschrieben? Der Winston hat schon sehr gut auf sie aufgepasst, oder? Da ist noch eine Tür. Wow, ist das cool. Was haben wir hier? Das ist ja ein Treppenhaus. Ah, da kommen wir wieder in den Keller. Oder wieder nach oben. Okay. Wo sind wir jetzt? Hier. Ah, das ist dann wieder das, die Bibliothek. Okay. Verstehe. Okay. Das ist praktisch nur eine Abkürzung gewesen. Da ist zugebrettert. Da ist noch was. Schaut mal. Laura, seit du von der Yamatai-Expedition zurück bist, beunruhigt mich dein sprunghaftes Verhalten zunehmend. Ich vermute, du hast eine Art psychisches Trauma erlitten und dein Benehmen ist ein Hilferuf. Du sollst wissen, dass ich dich laut und deutlich höre. Anne und ich finden, dass du dich von einem Fachmann untersuchen lassen solltest. Ich war so frei, einen Termin bei einem sehr qualifizierten Kollegen von mir zu vereinbaren. Näheres dazu erhältst du in Kürze per Post. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, Lara. Als Nachlassverwalter ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Anwesen in fähigen Händen ist. Offen gesagt verhältst du dich wie dein Vater zu seinen schlimmsten Zeiten. Damals hätte er das Anwesen fast selbst verloren. Ich möchte nicht, dass du seine Fehler wiederholst. Bitte, nimm meine Hilfe an. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Eine dezente Bedrohung. Atlas de Monet. Der erste Versuch meines Onkels, mich vom Anwesen zu vertreiben, der ging aber nach hinten los. Ich war nicht so verrückt, wie er glaubte. Nach der Yamatai-Expedition, das war ja am Ende vom letzten Tomb Raider-Spiel, da ist noch was. Smartphone. Hey, Jonah. Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde. Ich will ein bisschen auf dem Anwesen nachforschen. Es ist viel passiert und ich brauche Zeit, um zu überlegen, was ich als nächstes tue. Das alte Haus steckt voller Erinnerungen und Geheimnisse. Onkel Atlas hat mich so lange von hier fernhalten wollen, ich weiß nicht mal, ob ich es behalten will. Aber nach allem, was passiert ist, finde ich vielleicht heraus, was es mir noch bedeutet. Dafür nehme ich es mit ihm auf. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder in London bin. Eine Nachricht an Jonah. Nachrichten. Ich hoffe, Jonah macht sich um mich keine allzu großen Sorgen. Wir haben nicht miteinander geredet, seit ich nach Syrien gereist bin. Okay. Hier geht's nicht durch. Oh, Kamin, den ich anzünden kann. Sehr schön. So. Hier geht's auch nicht durch. Okay, hier unten. Hier unten habe ich wohl alle Türen jetzt aufgemacht. Aber ich muss ja in den verbotenen Westflügel. Also darüber zeigt das Spiel mir ja an. Und wie komme ich darüber?
Vielleicht durch diese Tür, die da groß und breit da ist, die ich vorhin scheinbar einfach nicht gesehen habe. Schlimmer als ich dachte. Wow. Uff. Das war wohl ein Sturm, der diesen Baum da durch die Fenster geschoben hat. Uiuiui. Eieiei. Ja, machen wir mal so eine kleine Rundexpedition, ich denke mal. Okay. Das sind Türen. Ah, da unten. Na? Ohne Emilia ist das Haus nicht mehr dasselbe. Finsternis erfüllt es. Eine Ruhe, die ich nicht ertrage. Auch wenn Lara noch zu klein ist, um zu verstehen, was passiert ist, spürt auch sie die Veränderung. Sie hat nur einmal nach ihrer Mutter gefragt und ich fürchte, meine Reaktion hat ihr Angst gemacht. Ich werde Winstons Hilfe bei Lara in den nächsten Monaten mehr denn je brauchen. Mir war nie bewusst, wie sehr Trauer einen Menschen zerstören kann. Doch ich bin am Boden zerstört. Ich weiß, ich kann dem Schmerz nicht entfliehen, doch ich werde alles tun, um ihn zu meiden. Ich werde den Westflügel verschließen, solange ich hier lebe. Es wird so bleiben, wie Emilia ihn verlassen hat. Vielleicht findet Lara eines Tages dort Antworten. Von Trauer verzehrt. Lord Crofts Tagebücher. Dad hatte recht. Ich konnte die Veränderung spüren. Und jetzt werde ich meine eigenen Antworten finden. Das war sehr umsichtig von ihm. Ja. Tür auf. Geheimnisse der Vergangenheit. Suchen Sie im Elternschlafzimmer nach den übrigen Kombinationshinweisen 0 von 2. Okay. Kamin, den wir nicht anzünden können. Hier liegt wieder ein Dokument. Nach allem, was Atlas getan hat, wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ich traue ihm nicht. Musst du auch nicht, Richard. Aber bitte, vertrau mir. Tut mir leid, Liebling, aber ich kenne ihn. Er geht an die Presse, dann springen die Investoren ab. Dann geh, ohne mich. Heute Nacht. Ich kümmere mich um Atlas und treffe dich nächste Woche in Tibet. Ich war so jung. Aber an diesen furchtbaren Streit erinnere ich mich. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht. Wow. Und das lag jetzt an dieser Taschenuhr? Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Taschenuhr, Lord Crofts Habseligkeiten. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Woher weißt du, dass es nachts ist? Soll das ein Hinweis sein auf die Safe-Kombination? Da ist noch eine Büste. Das ist Dad. Ist wohl Familientradition, aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Büste von Richard Croft. Vermächtnis der Vorfahren. Mit Krawatte und Jackett. Nicht in seinem Forscherkluft. Oha. Parfum. Das wird der Moms Parfum sein, nehme ich mal an. Das Parfum meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Amelias Parfümfläschchen. Amelias Habseligkeiten. Da liegt noch was. Ein Bild von Lara, oder? Nein, von Amelia. Mom, an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Foto von Amelia am Hochzeitstag. Amelias Habseligkeiten. Sehr hübsch, wirklich. Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. Oktober. Ihr Hochzeitstag war im Oktober. Aber an welchem Tag? Dass ich das nicht weiß. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Ja, das ist wirklich bitter, dass sie das nicht weiß. Da ist noch ein schönes Schmuckstück. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. Amelias Anhänger. Hinweise zur Safe-Kombination. Untersuchen, um versteckte Informationen zu bekommen. Aha. 13. Oktober. Moms Geburtstag. Ich glaube, das ist eine... Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Moms Geburtstag herum.
Da wird es doch noch einen Hinweis geben. Also der 13. war ihr Geburtstag. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt. Und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch. Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Ja-Wort gaben. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der Demornes. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen, umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Vereinte Gegensätze. Hinweise zur Safe-Kombination. Die Hochzeit in Luxor war Mams Idee, das hatte ich gar nicht gewusst. Ich bin froh, dass ich nach all den Jahren neue Einblicke in ihr Leben bekomme. Oh. Genau, also am 13. hat sie Geburtstag. 4 Tage vor ihrem Geburtstag haben sie geheiratet. Das bedeutet, das ist 9. Also haben wir die 5 und die 9. Noch ein Dokument. Amelia wäre dagegen gewesen. Das allein hätte ausreichen sollen. Aber ich bin, wie ich bin, ein sturer Narr. Ich habe die Türen des Westflügels verschlossen und werde sie nicht wieder öffnen, bis entweder mein Leben oder meine Sturheit endet. Am Vorabend sagte Roth, ich würde meine Meinung noch ändern. Wie ein gebrochener Arm würde die Wunde heilen und eines Tages würde der Gips abfallen und wir wären wieder gesund. Die plumpe Metapher machte mich wütend. Als wäre unser Verlust nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Harte, doch wahre Worte, aber ich habe getan, was ich muss. Vielleicht reißt Lara eines Tages die Türen wieder auf und lässt die Sonne hinein. Vielleicht findet sie ihren Frieden an diesem Ort. Zeit anhalten. Lord Crofts Tagebücher. Ich weiß, dass Dad nicht damit klarkam, was passiert war, aber es ist Zeit, den Westflügel wieder zu öffnen. Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Wenigstens funktioniert das alte Ding noch. Achso, die Uhr. Dong, dong, dong. Da liegt noch was. Mams Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Amelias Ehering. Lord und Lady Croft. Oh, schaut mal, wie schön. Die Inschrift ist verblasst. Irgendwas mit yours? Bestimmt irgendwie sowas wie forever oder so. So, und ich glaube, der Schrank war auch noch. Ah, mit Dokument bestückt. Ich platze vor Stolz. Amelia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Nein, Amelia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlett oder Kate, aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach. Wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen. Weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. Eine neue Croft. Lord Crofts Tagebücher. In gewisser Hinsicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit herausgefunden, es aber nicht realisiert. Und ich bin froh,
dass sie sich für Lara entschieden haben. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Bestimmt sogar Lara. Ja, ich glaube, hier habe ich jetzt tatsächlich alles. Wie sieht es denn aus, so von der Statistik her? 36 von 54 Relikte, 23 von 40 Dokumente, 2 von 2 Wandgemälden. Leute, das sieht gut aus und ich mache hier einen Cut. Und wir erforschen den Rest von Croft Manor im nächsten Part weiter von Rise of the Tomb Raider Blutsbande DLC. Also bis dann. Ciao.